Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserem Kolloquium Allgemeine Erziehungswissenschaft hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ganz besonders begrüße ich Alfred Schäfer, der uns gleich einen Vortrag halten wird. Ich werde kurz ihn vorstellen mit einigen Worten, auch zu seinem Werk ganz kurz etwas versuchen zu sagen. Dann werde ich auch schon das Wort übergeben. Ja, unser diesjähriges oder unser Thema in diesem Semester sind Sozialtheorien in der Erziehungswissenschaft unter der Perspektive von Diskurs, Subjekt, Macht. Und das sind schon zentrale Begriffe, die das Werk und Denken von Alfred Schäfer betreffen. Er hat promoviert in Köln, dann habilitiert mit einer Arbeit zur Rationalitätskritik, kann man vielleicht sagen, im Bereich, kann man auch sagen, der allgemeinen Erziehungswissenschaft, das gehört da rein. Und er hat dann in den 90er Jahren eine Professur angetreten in Halle zur systematischen Pädagogik mit dem Titel Systematische Pädagogik. Er wurde jetzt im letzten Semester oder im vorletzten Semester emeritiert. Und ich bin sehr froh, dass er hier ist. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Erziehungs- und Bildungsphilosophie. Von daher kennen wir uns auch aus der Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft für Erziehungs- und Bildungsphilosophie. Da ist er ein stetiges Mitglied und wir kennen uns schon seit langer Zeit auch aus den Diskussionen in diesem Kreis. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema, wie er es nennt, pädagogische Phänomene in interdisziplinärer Sicht, und Sie werden gleich auch im Vortrag bemerken, Herr Schäfer kennt sich sehr gut aus, eben nicht nur in der Erziehungswissenschaft, sondern in anderen Diskursen, Psychologie, Ethnologie, Kulturanthropologie, Soziologie und insbesondere auch Philosophie. Und da bin ich besonders froh, denn Herr Schäfer verkörpert eigentlich auch noch den Zusammenhang, den engen Zusammenhang in der allgemeinen Pädagogik zwischen Pädagogik und Philosophie. Ein letzter Forschungsschwerpunkt sind seine ethnologischen oder ethnografischen Forschungen. Im Moment macht er das gerade, soweit ich informiert bin, in Indien. Ne? Ladakh. Forscht also an eine Ethnie Ladakh unter der Perspektive, wie kann man sagen, des Tourismus und der Veränderung der, sagen wir mal, touristischen Einflussnahmen in diesem Gebiet, was dort passiert ist mit den Ethnien. Dazu hat er jetzt kürzlich noch einen Vortrag gehalten, eben in der Kommission Erziehungs- und Bildungsphilosophie. Davor hat er sich beschäftigt mit den Dogon in Afrika. Das Interessante dabei ist, dass er also versucht, unter einer ethnologischen Perspektive die Befindlichkeiten der jeweiligen Ethnien aus sich selbst heraus zu rekonstruieren und sie in Verbindung zu setzen mit unseren Fragestellungen Subjekt, Identität, gegebenenfalls Lernen oder Bildung. Und aus diesen Differenzen sozusagen speist sich seine Forschung in diesem Bereich. Ich hoffe, das habe ich jetzt so einigermaßen erfasst. Ja, heute wird er sprechen zum Thema der leere Ort der Macht. Ich übergebe. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die einführenden Bemerkungen und die Einladung. Das, was ich heute machen werde, ist, wenn man so will, etwas, was mich auch schon neben den Themen Herr Brinkmann jetzt genannt hat, seit einigen Jahren beschäftigt. Und es war einer von zwei Vorschlägen, die ich ihm gemacht habe,
als er mich gefragt hat, ob ich in diesem Kolloquium vortragen werde. Und er ist dann gleich auf diese Thematik gekommen. Das heißt, der leere Ort der Macht. Also die Verbindung im Grunde genommen von jetzt aber wird es ein bisschen schwieriger, von konstitutionslogischen Fragestellungen der Pädagogik mit konstitutionslogischen Fragestellungen der Demokratietheorie. Also es ist eine relativ hohe Etage, auf der ich im Grunde genommen einsteige. Es geht mir jetzt nicht darum, alte Debatten wieder aufzugreifen, ob die Pädagogik etwas zur Demokratie beizutragen hätte oder sich auf Pluralität und Akzeptanz irgendwelche Ziele zu kaprizieren hätte, sondern ich beschäftige mich eigentlich mit der Frage, jetzt könnte man sagen, einer problematischen Begründung des Pädagogischen, einer problematischen Begründung, die immer problematisch bleibt. Das ist also, wenn Sie so wollen, mein Hobby seit fast 30 Jahren, also spätestens seit der Habilitationsschrift, die 89 publiziert worden ist. Ich gehe also irgendwie davon aus, dass wir das, was Pädagogik ist, begründen müssen, aber nicht begründen können. Und daraus resultiert in meiner Herangehensweise etwas, was vielen in der Disziplin auch schwerfällt nachzuvollziehen, nämlich, dass ich überhaupt keine Ambitionen habe, das, was man unter Pädagogik versteht, zu begründen oder zu orientieren oder sonst etwas. Mich interessieren wirklich Fragen, was tun wir, um etwas überhaupt als Pädagogisches in den Blick nehmen zu können. Und gleichzeitig der zweite Gesichtspunkt, der an der Stelle eine Rolle spielt, ist derjenige, dass ich der Meinung bin, dass sich da mit dem Beginn modernen pädagogischen Denkens, wie es uns im 18. Jahrhundert oder der Wende zum 19. Jahrhundert entgegentritt, eine grundsätzliche Verschiebung ergeben hat, in der diese Problematik der Begründung als solche so drängend wird, dass die Pädagogik schon in ihren Anfangszeiten darauf immer schon reagiert hat. Was ich heute mache, ist der Versuch, diese Begründungsproblematik zum einen, wie ich das schon öfter gemacht habe, für die Pädagogik kurz aufzurufen. Dann werde ich in einem zweiten Schritt mich fragen, ob Theoriefiguren, wie wir sie aus der radikalen Demokratietheorie kennen, vielleicht es gestatten, einen etwas anderen, verschobenen Blick auf die pädagogische Begründungsproblematik zu werfen. Das tue ich in zwei Schritten. Also der erste ist, dass ich einfach versuche zu erklären, also nach diesem Einstieg, erster Schritt, der zweite Schritt, 2.1, wenn Sie so wollen, besteht dann darin, Ihnen näher zu bringen, was ich jetzt unter radikale Demokratietheorie verstehe. Und da tue ich eigentlich nicht viel mehr, als Ihnen die Implikationen des Ansatzes von Claude Lefort vorzustellen. Und in einem dann abschließenden Schritt versuche ich, mich zu fragen, was dieses demokratietheoretische Modell für die Frage hergeben könnte oder für einen anderen Blickwinkel auf die Frage hergeben könnte, die man diejenige einer pädagogischen Autorisierung nennen könnte. Das ist alles ein bisschen gedrängt. Ich habe also vor Weihnachten, jetzt übertreibe ich, damit Sie ein bisschen Mitleid kriegen, also schlaflose Nächte gehabt, ob ich Ihnen das so kredenzen kann. Und dann wurde ich mutig bis übermütig, ja, weil ich dann gehört habe, dass in diesem Kreis meine Abschiedsvorlesung bekannt sein müsste. Ja. Und das, ich glaube, vierte Kapitel aus dem, ja, das die Pädagogik und das Pädagogische. Mhm.
Und wenn sie nicht nur müsste, sondern ist, ja, dann habe ich mir gedacht, es kann natürlich eine Beruhigungspille gewesen sein. Ne? Du kannst dich trauen, das zu machen, was du machen willst. Du musst es nicht nochmal umschreiben. Wir werden ja auch im Anschluss hinreichend Gelegenheit haben, einfach über die Figuren, die ich hier entwickle, zu sprechen. Ich werde jetzt mich stark an den Text halten, weil ich sonst, ich könnte das theoretisch auch erzählen, aber dann brauchte ich circa bis 7 Uhr, vermute ich. Das Experiment habe ich schon gemacht, das hat nicht so geklappt, jedenfalls zeitlich nicht. Didaktisch schon besser, ja, aber zeitlich ging es nicht. Also mein Vortrag lautet: Der leere Ort der Macht, eine Herausforderung des Pädagogischen. Und mein erster Schritt bezieht sich auf die Frage: Pädagogik als Herrschaftsinstrument? Fragezeichen. Und das ruft zuerst mal bekannte Figuren auf, um sie dann anders zu wenden. Dass die Pädagogik oder zumindest das in ihrem Namen organisierte Bildungssystem dazu beitrage, gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren, dass sie in ihrer Rhetorik zwar immer kritisch auftrete, aber doch faktisch dazu beitrage, die gesellschaftlichen Strukturen und Ungleichverhältnisse abzustützen, ist eine Kritik, die im Rahmen der Protestbewegung der 1960er Jahre, aber auch in der damit anhängenden Sozialisationstheorie prominent war. Man kann diese Kritik an der funktionalen und gerade nicht eigenständigen Rolle der Pädagogik besonders prominent in der Analyse begegnen, die Bourdieu und Passeron 1970 und dann in deutscher Übersetzung 1973 vorgelegt haben. Ihre Kritik der symbolischen Gewalt, das ist der Titel des Buches, fokussiert die pädagogische Arbeit. Diese sei durch eine doppelte Willkür gekennzeichnet. Sie beruhe zum Ersten auf einer objektiven symbolischen Willkür, auf einer symbolischen Gewalt, die die sozialen Machtverhältnisse, deren Urteilsmaßstäbe und Klassifikationssysteme unbefragt hinnehme. Zum Zweiten ist für die Autoren aber auch die pädagogische Weitergabe dieser symbolischen Ordnung durch den Charakter einer symbolischen Willkür gekennzeichnet. Die pädagogische Arbeit einer Überlieferung von Geltungsbeständen besteht dann in der Durchsetzung einer politischen Herrschaftsordnung, einer Durchsetzung, die sowohl die symbolischen Ordnungsmuster betrifft, wie auch deren alternativlos erscheinenden Herrschaftscharakter. Die Analyse Bourdieus und Passerons weist der pädagogischen Arbeit einen funktionalen Stellenwert zu. Sie stabilisiert eine gesellschaftliche Herrschaft, indem sie die mit der Moderne unabweisbare Kontingenz auf zwei Ebenen unsichtbar macht. Auf einer eher allgemeinen, logischen Ebene wird eine gleichsam ontologische Bedingung negiert, der Sachverhalt, dass jede symbolische Ordnung nur eine Möglichkeit unter unendlich vielen anderen darstellt. Auf dieser Ebene ist alles, was nicht unmöglich ist, möglich. Auf einer zweiten, vielleicht könnte man sagen ontischen Ebene, ist das, was man für selbstverständlich hält, immer auch anders möglich. Man könnte sich jeweils konkrete Alternativen vorstellen. Die doppelte Willkür der pädagogischen Arbeit, von der die beiden sprechen, blendet eine solche doppelte Kontingenz ab. Genau darin besteht ihre Funktion. Nun könnte man sagen, dass eine solche instrumentelle Funktion pädagogischer Bemühungen für die Aufrechterhaltung einer symbolischen Herrschaftsordnung zumindest für die deutsche pädagogische und bildungstheoretische Tradition genau das war, gegen das man das eigene und eigenständige Profil entwickelte. Pädagogische Bemühungen sollten zur Befreiung von gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen
sowie politischen oder religiösen Bevormundungen führen. Und man dachte darüber nach, wie das möglich sein könnte. Solche Überlegungen hatten immer schon die Problematik der Kontingenz, die Kritik überkommener Ordnung und Orientierungen im Blick. Ihre Orientierung am individuellen Menschen zielte auf die Möglichkeit besserer, vernünftiger Ordnungen, auf die Bewahrung der individuellen Identität unter gesellschaftlichen Bedingungen, auf eine vernünftige Autonomie. Auf den Spuren von Bourdieu und Passeron könnte man nun sagen, dass es sich hier um eine ideologische Verkennung der eigenen sozialen Funktion, um eine idealistische Rhetorik gehandelt habe. Dem könnte man allerdings entgegnen, dass diese Ansätze durchaus ein Bewusstsein der eigenen problematischen Position dokumentieren, dass sie gegen die Macht des sozialen, politischen, ökonomischen oder religiösen argumentierten und sich dabei über ihren eigenen Status nicht zu täuschen versuchten. Sie wollten Möglichkeitsräume gegen die Wirklichkeit einer funktionalen Integration eröffnen. Und man könnte noch weitergehen und sagen, dass genau diese Figur der Konfiguration von Möglichkeitsräumen nicht nur kritisch, sondern gerade auch, wenn auch in einem ganz anderen Sinne als bei Bourdieu und Passeron, funktional war. Um dies einsichtig zu machen, muss man über die von Bourdieu und Passeron unterstellte lineare Herrschaftslogik, es gibt Herrschaft, sie wird linear nach unten weitergegeben, hinausgehen. Die Entstehung der modernen Gesellschaft, auf die die pädagogische und bildungstheoretische Reflexion reagierte, war gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie die Kontingenz, wenn auch gepaart mit einem Fortschrittsglauben, in ihre symbolischen Ordnungen und sozialen Erwartungen integrierte. Weder sachlich noch zeitlich oder sozial war das Gegebene oder Überkommene das, was auch in Zukunft Geltung beanspruchen konnte. Schon mit der Entstehung des modernen Romans und dem wissenschaftlichen Einsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. Jahrhundert hatte sich eine modale Verschiebung ergeben. Nicht mehr hatten sich Möglichkeiten vor dem Wirklichen, sondern das Wirkliche als Möglichkeit zu rechtfertigen. Problematisch werden nun auch die Ordnungsmuster und Rahmungen, in denen man sich über den Sinn des Wirklichen zu verständigen versuchte. Die Kriterien, mit deren Hilfe man urteilt, werden nun problematisch. Die waren vorher fest, während Einzeldinge, die unter die Kriterien subsumiert werden konnten, irgendwie diskutabel erschienen. Jetzt wird im Grunde genommen, werden noch die Rahmen, die man vorauszusetzen glaubte, selbst problematisch und der Diskussion unterworfen. Für die überkommene Betreuung und Integration des Nachwuchses warf dies erhebliche Probleme auf. Weder konnte man nun von einer quasi selbstverständlichen Integration dieses Nachwuchses in soziale Herkunftskategorien ausgehen, noch war deren zukünftiger sozialer Ort absehbar. Hinzu kam eine ständige Transformation des Wissens. Diese legte es nahe, eine Haltung zu und damit eine relative Unabhängigkeit gegenüber diesem Wissen anzustreben. Eine solche Haltung gegenüber vermittelten Inhalten forderte die Figur eines Adressaten, der selbst nicht mehr sozial verortet werden konnte. Das Individuum oder der Mensch bilden als transsoziale Kategorien solche Bezugspunkte. Individuen und Menschen bilden in einem solchen pädagogischen Szenario sowohl Momente der Überschreitung wie auch Orientierungspunkte des Sozialen, wie es in pädagogischen Vermittlungsprozessen verhandelt wird. Die Alterität des fremden Kindes steht für etwas, das sich der Logik der geltenden sozialen und symbolischen Ordnungen entzieht und dem man gerade in dieser Fremdheit gerecht werden muss. Nicht zuletzt
weil sie ein Versprechen ist, das den sozialen Raum offen hält. Die zu vermittelnden Inhalte, Fähigkeiten oder Einstellungen müssen sich nun neben ihrer sozialen Integrationsbedeutung vor allem darüber rechtfertigen, dass sie der Ausbildung einer gelingenden Individualität oder Selbstbestimmung gehorchen, die nicht den Menschen auf dem Altar des Bürgers opfert. Ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass die Zielbestimmungen eines solchen pädagogischen Prozesses über sakralisierte Gegenhalte angegeben werden. Individualität, Autonomie, Identität oder Selbstbestimmung bilden metaphysische Bezugspunkte, deren reale Einlösung kaum zweifelsfrei identifizierbar sein dürfte. Obwohl man genau darum wusste, brauchte man diese Orientierung, um den pädagogischen Raum gegenüber dem Sozialen zu öffnen. Das Ergebnis war eben jener schon angesprochene Möglichkeitsraum des Pädagogischen. Und dieser Möglichkeitsraum war zugleich einer, in dem über Sinnbestimmungen, über Orientierungen, Urteile und Kriterien gestritten werden konnte. Dieser Streit um Begründungen und Bestimmbarkeiten war dabei nicht oder allenfalls durch wechselnde faktische Übereinstimmungen zu schlichten, faktische Übereinstimmung, weil alle Begründungsversuche sich notwendig im Spannungsfeld von Möglichem und Wirklichem bewegen. Zugespitzt formuliert: Der pädagogische Möglichkeitsraum verweist auf die Notwendigkeit von Begründungen und Sinnbestimmungen, ohne dass es für beides noch ein unabhängiges, von allen akzeptiertes Kriterium geben würde. Pädagogische Begründungen und Sinnbestimmungen bleiben perspektivisch und damit partikular. Sie sind weder durch den Verweis auf eine gegebene Wirklichkeit noch durch eine normative Behauptung der Realisierung der sakralisierten Gegenhalte zu verifizieren oder zu begründen. Erstere würde das Kontingenzproblem in der Wirklichkeitsbestimmung leugnen, von dem her das Pädagogische seinen Ausgang nahm. Letztere würde zu einer naiven Metaphysik tendieren, die Idee und Wirklichkeit kurzschließen würde. Es ist nun augenscheinlich, dass eine solche Angabe des Pädagogischen den Ort der pädagogisch Verantwortlichen grundsätzlich als problematischen erscheinen lässt. Dieser Ort der pädagogischen Verantwortung oszilliert zwischen sozialem und imaginären Bezugspunkten, zwischen Kind und sozialen Ordnungen, zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Begründungen und Ungewissheiten, zwischen Leistungsanspruch und Dienstleistung am Kind. Von daher liegen in alltäglichen Diskursen ebenso wie auf der Ebene theoretischer Konzeptualisierungen Schließungsversuche nahe. In ihnen wird das Unbestimmbare bestimmt, das nicht zu Verantwortende verantwortet, das Mögliche wirklich, das Unverfügbare verfügbar, das Unbegründbare begründet. Wie heißt der Raum hier? Also mit Reformpädagogik irgendwas, ne? Das war ein Meister in diesem Genre der Versprechungen. Auch diese zum Teil hochreflexiv sich der Problematik der Begründung stellenden Schließungsfiguren habe ich unter dem Titel der handlungstheoretischen Pädagogik an anderer Stelle nachzuzeichnen versucht. Solche Schließungen weisen die Unbegründbarkeit und Unbestimmbarkeit als Rahmen für pädagogische Begründungen und Sinnbestimmungen zurück. Blickt man von dieser Skizzierung des pädagogischen Raums auf die These Bourdieus und Passerons von der pädagogischen Arbeit als der Durchsetzung einer doppelten Willkür zurück, so bestand das bisher vorgetragene Argument nicht darin, dass damit die Komplexität der pädagogischen Selbstreflexion unterboten werde. Die Berücksichtigung der Kontingenz von Inhalten, Perspektiven und Orientierungen, das Achten auf Anerkennungs-, Legitimations- und Begründungsfragen strukturieren nun das, was als pädagogische Aufgabenstellung angesehen werden kann. Und sie tun dies systematisch,
indem die Notwendigkeit wie die letztliche Unmöglichkeit von Begründungen zunehmend deutlich und unabweisbar werden. Im Folgenden soll nun diese Problematik der historisch-sozialen Verortung der Erfindung des Pädagogischen zusätzlich dadurch verdeutlicht werden, dass sie mit der modernen Frage des Politischen verbunden wird. Auch hier geht es um die Möglichkeit der Konstitution einer sozialen Ordnung, ohne dass dafür noch ein fester Grund angenommen werden könnte. Angedeutet werden soll, dass die Entwicklung des Pädagogischen sich als eine Politisierung der vormodernen Pädagogik verstehen lässt. Damit ist nicht nur gemeint, dass der pädagogische Raum zu einem Raum wird, innerhalb dessen über Gründe und Sinnbestimmungen verhandelt wird, ohne dass jemand über eine unbezweifelbare Autorität verfügt. Zugleich ist auch anzugeben, wie der leere Ort der Macht pädagogisch dennoch besetzt werden kann. Dies wird immer eine problematische Besetzung, eine Frage der Autorisierung, nicht der Autorität, bleiben. Gefragt werden soll dabei jedoch, ob die Analyseinstrumente, wie sie im Rahmen der radikalen Demokratietheorie entwickelt wurden, hier neue Gesichtspunkte beitragen können. Jetzt kommt mein zweiter Schritt. Repräsentation, die temporäre Besetzung des leeren Ortes der Macht. Also ich wechsle zunächst mal das Terrain und gehe auf die Ebene der politischen Theorie. Die Herausbildung des modernen Staatswesens beginnt mit der Vermessung und organisierenden Durchdringung des gesellschaftlichen Raums, der Erhebung von Daten und Statistiken, wie wir sie seit dem 17. Jahrhundert kennen, soll einer politischen Planung dienen, die als solche Eingriffsmöglichkeiten mit Blick auf verschiedene Bereiche des sozialen Lebens eröffnet. Also der Staat versteht sich jetzt als Organisator des gesellschaftlichen Raums, wozu er über jede Menge Informationen über diesen Raum verfügen muss, was vorher nie ein Problem war, weil diese Gestaltungsaufgabe gar nicht gesehen wurde. Die Gestaltung dieses sozialen Lebens, die nicht nur unter fiskalischen, sondern auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt und eine entsprechende Verwaltung und zunehmend auch rechtliche Sicherungen erfordert, folgt dabei einer Optimierungslogik. Foucault hat davon gesprochen, dass die bloß herrscherliche Gewalt einer vernichtenden Straflogik sich in die biopolitisch-gouvernementale Strategie verwandelt, die sich auf die Optimierung des Lebens richtet. Das ist, sind sehr bekannte und breit diskutierte Figuren. Das soll hier nicht weiter vertieft werden. Bedeutsam im vorliegenden Zusammenhang, erscheint, dass diese Herausbildung des modernen Staates gegenüber der von ihm in Form gebrachten Gesellschaft von Beginn an mit einer politischen Begründungsproblematik konfrontiert war. So werden etwa zur gleichen Zeit Naturrechtslehren entwickelt, die ein Bild eines vorsozialen Menschen entwerfen, dessen freier Selbstentfaltung und Selbsterhaltung gesellschaftliche Ordnungsbildungen genügen müssen, wenn sie denn akzeptabel sein sollen. Bei allen Unterschieden ist diesen Naturrechtslehren gemeinsam, dass sie mit der Frage der Möglichkeit einer gerechtfertigten Ordnung ein typisch neuzeitliches Problem aufwerfen. Die Frage geht davon aus, dass bisherige Ordnungen nicht oder nicht einsichtig begründet sind, nicht einsichtig deshalb, weil sie der vorsozialen Dignität der Würde des Menschen nicht gerecht werden können. Man könnte bei aller Verkürzung im Anschluss an Kantorowicz sagen, dass diese Begründungsproblematik von Gesellschaft zumindest bis zur Zeit des Absolutismus noch abgewiesen werden konnte.
Es war zunächst, ich weiß nicht, ob Kantorowicz hier bekannt ist, es war zunächst der doppelte Körper des Königs. Sein normaler menschlicher Körper auf der einen Seite und sein symbolischer Körper, seine göttlich beglaubigte Verkörperung der wahren Ordnung durch Salbung und so weiter, der die Begründungsfrage zurückdrängte. Ein Aufstand gegen den König wäre zugleich Frevel an der göttlichen Ordnung gewesen. In seiner frühen Staatstheorie wird Jean Bodin, 1572, alles daran setzen, die gegenüber dem Sozialen transzendente Position des Herrschers als alles entscheidenden Sachverhalt zu bekräftigen. Alles kommt darauf an, diesen König jenseits des Sozialen vor das Soziale als durch das Soziale nicht zu hinterfragende Instanz zu etablieren. Noch im Absolutismus verkörperte der König die Einheit eines Ganzen, auch wenn sich seine Autorisierung aus der Repräsentation Gottes gelöst hatte. Er verkörperte, wie Louis XIV, also Ludwig XIV., einmal sagte, die Transzendenz des Staates gegenüber der Bevölkerung. Sie kennen diesen Spruch aus dem Geschichtsunterricht, ne? L'État c'est moi, der Staat bin ich, wer seid ihr? Auch die Lehre vom Gesellschaftsvertrag, die Hobbes dann etwa 80 Jahre später, bezogen, 80 Jahre bezogen auf die Veröffentlichung Baudins, vorlegte, kannte schon keinen Rekurs auf religiös verstandene transzendente Grundlegungen mehr. Aus eigenem Interesse unterwerfen sich hier die Individuen einem absoluten Herrscher, der über dem Gesetz steht. Das ist das alles Entscheidende bei Hobbes, ne? Dass der Gesetzgeber den Gesetzen, die er gibt, nicht selber unterworfen ist. Deshalb spricht man an der Stelle immer von einem Unterwerfungsvertrag. Im revolutionären 18. Jahrhundert ist es dann nicht mehr nur eine liberal verstandene bürgerliche Freiheit, sondern die Forderung einer demokratischen Gleichheit, die letztlich zur Abschaffung des alten Regimes führt. Und die Frage der Begründung einer sozialen Ordnung unter Freien und Gleichen unabweisbar macht. Dabei kann hier davon abgesehen werden, dass die Forderungen nach Freiheit und Gleichheit selbst in einem Konfliktverhältnis stehen, dass der liberale Rechtsstaat und eine auf der Souveränität des Volkes beruhende Demokratie ganz unterschiedliche Bearbeitungsformen möglich machen und bis heute auch als ein Konfliktverhältnis tradiert werden. Bedeutsam ist an dieser Stelle vor allem, dass diese Entwicklungen die Frage aufwerfen, ob es überhaupt eine legitime politische Herrschaft geben kann. Diese dürfte selbst nicht Teil der sozialen Auseinandersetzung zwischen Freien und Gleichen sein. Von solchen Auseinandersetzungen ist aber auszugehen, wenn man nicht immer schon eine gelingende Gemeinschaftsordnung voraussetzen will, die die Frage nach der Instituierung einer akzeptablen Politik erübrigen würde. Also wenn wir immer uns alle schon einig wären, braucht es im Grunde genommen keine ordnende politische Macht zu geben. Woher aber soll der Ort der politischen Macht seine transzendente, den sozialen Auseinandersetzungen und Partikularismen enthobene Position gewinnen, wenn man nicht mehr auf eine göttliche oder natürliche Legitimation zurückgreifen kann? Claude Lefort knüpft zur Beantwortung dieser Fragen an die Figur eines doppelten Körpers des mittelalterlichen Herrschers an. Dieser war einerseits Teil des sozialen Lebens und andererseits eine symbolische Verkörperung der göttlichen Ordnung. Lefort geht nun davon aus, dass mit der revolutionären Beseitigung des Königtums eine solche Verkörperung nicht mehr möglich ist. In ihr hatte sich die staatliche Macht mit einem religiös beglaubigten Wissen und mit einem durch weltliche Akteure nicht anzuzweifelnden Rechtsstandpunkt verbunden. Mit dem Tod des Königs wird zugleich dessen Legitimationsgrundlage, die von ihm verkörperte göttliche Ordnung, verabschiedet. Unter modernen Bedingungen, wie sie mit der Proklamation der Volkssouveränität, derjenige, der das
im Grunde genommen in die Welt gebracht hat, war Rousseau in seinem Contrat social. Unter modernen Bedingungen, wie sie mit der Proklamation der Volkssouveränität verbunden sind, ergibt sich für die Ortsbestimmung der Macht ein ganz anderes Problem. Das Volk als Legitimationsquelle für die Besetzung der politischen Macht ist kein vorab bestehender Souverän, sondern etwas, das eben durch die politische Macht erst seine Ordnung erfahren wird. Ohne diese politische Macht, die selbst durch das Volk als Souverän instituiert wird, gibt es das Volk nur als Heterogenität, als Vielstimmigkeit. In alten Zeiten hätte man gesagt, als Plebs. Ohne die politische Macht gibt es keinen Ort, von dem her sich die Gesellschaft überhaupt als Einheit, als Form betrachten kann. Zugleich bleibt dieser Ort der politischen Macht prekär. Es kann hier nicht um die Verkörperung einer Einheit gehen, da doch diese selbst erst politisch erzeugt wird. Und da diese politische Formung des sozialen Körpers letztlich von der Souveränität dieses formlosen Volkskörpers abhängt, kann es auch keine endgültige Legitimation der politischen Formgebung durch die politische Macht geben. Also die politische Macht hängt von etwas ab, das sie selber hervorbringt und das aber gleichzeitig die Voraussetzung ihrer Legitimation darstellt. Das ist das Verhältnis von Volkssouveränität und Repräsentation. Der Staat oder die politische Macht ist nicht mehr der Ort, der sich einfach ordnend über die subjektiven, Klammer, Menschen, Rechte des Souveräns hinwegsetzen könnte. Und er verfügt auch nicht mehr über den Zugang zu einem unbezweifelbaren und verbindlichen Begründungswissen. Davor steht die Souveränität des Volkes. Gegenüber dem Modell einer absolutistischen Verkörperung des transzendenten und göttlichen Grundes ergibt sich nun ein Bild, in dem das Volk als Souverän weder verkörpert noch als vorauszusetzende Legitimationsquelle identifiziert werden kann. Eine Verkörperung würde voraussetzen, dass das Volk als Souverän vor seiner Repräsentation als Einheit gegeben war. Eine einheitliche Legitimationsquelle würde implizieren, dass die Ausübung der Macht nicht immer wieder von sozialen Auseinandersetzungen eingeholt und delegitimiert werden könnte. Das wäre aber nur dann nicht der Fall, wenn das Volk sich in einem Unterwerfungsvertrag als souverän aufgeben würde, also im Sinne von Hobbes. Lefort geht nun davon aus, dass es gegenüber dem absolutistischen Modell dennoch eine Kontinuität gibt, wenn man den Ort der Macht bestimmen will. Und diese Kontinuität besteht für ihn in der symbolischen Qualität dieses Ortes. Nach wie vor steht der Ort der Macht symbolisch für etwas, das er nicht ist. Jetzt nicht mehr Gott, sondern Volk. Ohne dass er aber auch nicht autorisiert wäre. Leer ist dieser symbolische Ort nun, weil er nicht mehr verkörpert, sondern nur noch auf eine problematisch bleibende Weise repräsentiert werden kann. Man kann sich der Bedeutung dessen, was hier symbolische Repräsentation genannt wird, vielleicht zunächst nähern, indem man die obigen Fragen wieder aufgreift. Die Fragen nach der Möglichkeit eines Ortes der Macht, also des Politischen, der zugleich den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen entzogen und doch nicht einfach in einem transzendenten Jenseits angesiedelt wäre. Diese Fragen zielten auf die Möglichkeit der gesellschaftlichen Autorisierung einer politischen Macht, deren Ordnungskraft zugleich den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen entzogen und doch real wirksam sein sollte. Lefort antwortet darauf, auf diese Fragen, mit einer Doppelung. Einerseits, jetzt kommt so eine bekannte Unterscheidung zwischen Politik und Politischem, einerseits ist die Politik ein reales, nicht nur symbolisches, gesellschaftliches System wie andere auch. Und mit Luhmann könnte man sagen, dass auch sie nur mit Hilfe
bestimmter Unterscheidungen arbeitet und ihre Welt ordnet. Andererseits aber tritt die Politik mit dem Anspruch auf, die Einheit des gesellschaftlichen Ganzen, das Allgemeinwohl, auf das jeder Bundeskanzler, jede Bundeskanzlerin ihren Eid ablegt, im Blick zu haben und damit jene für Luhmann unmögliche Außenposition zu besitzen. Auch für Lefort ist dies ein auf der realen, der sozialen Ebene unmöglicher Anspruch, also das Allgemeinwohl gleichsam im Blick zu haben, um nicht zu sagen zu verkörpern, als reale Instanz zu verkörpern. Dieser Anspruch kann nur symbolisch erhoben werden, aber niemals real eingelöst werden. Und es ist die symbolische Repräsentation der Einheit der Gesellschaft, die als Legitimation und Autorisierung anerkannt sein will, wenn eine Besetzung dieses politischen Außenstandpunktes möglich sein soll. Lefort spricht an dieser Stelle von einer ursprünglichen Teilung, die die gesellschaftliche Heterogenität, die gesellschaftlichen Konflikte von einer politischen Repräsentation trennt, die deren Einheit symbolisiert. Da diese Einheit aber nicht real, sondern symbolisch ist, wird die Differenz zwischen der realen Politik, die immer im Kontext unterschiedlicher Interessenlagen wahrgenommen wird, und ihrer symbolischen Einheitsrepräsentation zur ständigen Konfliktlinie. Also immer entzünden sich politische Konflikte aus der Perspektive Leforts daran, dass eine Einheitsperspektive als Begründung für politische Entscheidungen in Anspruch genommen wird, die angesichts der konkreten politischen Maßnahmen und Entscheidungen sich immer als möglicherweise parteiisch, partikular in gesellschaftliche Auseinandersetzungen verwickelt darstellen lässt. So problematisieren wir den politischen Raum. Die Politik ist also niemals vor Delegitimierungen durch jenen Souverän sicher, dem sie als symbolisch vorausgesetzten doch erst noch eine bzw. eine immer wieder neue Form geben will. Die unauflösliche Spannung, in der es um die letztlich unmögliche und doch notwendige Autorisierung der Politik geht, nennt Lefort das Politische. Also im Unterschied zur Politik als sozialem System. Es ist der Konfliktraum, der sich aus dem Spannungsverhältnis von Volkssouveränität und Repräsentation ergibt, der nur symbolisch irgendwie als geschlichtet behauptet werden kann, real aber diesen Anspruch nie erfüllen kann. Das Politische bezeichnet damit das Feld der Auseinandersetzungen, in dem das Verhältnis von symbolischer Repräsentation und realer Politik, von Souveränität und Legitimation zum, jetzt könnte man sagen, Dauerproblem wird, zum unlösbaren Problem. Das Politische ist zugleich ein anderer Name dafür, dass das Verhältnis von Souveränität und Repräsentation, ich habe es gerade gesagt, konflikthaft bleibt. Es wurde schon gesagt, dass die symbolische Repräsentation erst jene Einheit des Souveräns in Form bringt, die sie zugleich als ihre Legitimations- und Autorisierungsgrundlage behauptet. Also das ist eine entscheidende, aber schwierige Figur. Aber wenn Sie sich nach einer Wahl die Berichterstattung im Fernsehen angucken, an dem Abend, da werden Sie feststellen, wie so etwas funktioniert. Also wir haben ja nicht als Einheit gewählt, sondern jeder von uns hat seine Stimme irgendwo, meist nicht aus rationalen, sondern aus irgendwelchen Gründen, abgegeben. Das heißt, das Ergebnis, was rauskommt, ist vollkommen kontingent und nicht eines, was man als souveränen Ausfluss des Willens des Volkes ansehen könnte. Sie werden aber schon in den ersten Diskussionen an Ihrem Fernseher sehen, dass das, was sich daraus ergibt, als Resultat eines singularen Phänomens genannt,
Der Wähler, der müsste man jetzt kursiv, fett und in Großbuchstaben schreiben. Da wird das Volk als Einheit in Form gebracht, die es nicht war, als es gewählt hatte. Das ist genau die Figur, um die es Lefort geht. Also man beruft sich auf einen Souverän, der gar keine einheitliche Struktur hat, sondern der zerstritten, heterogen, was weiß ich auch immer ist. Ja? Aber ohne das Berufen auf diesen Souverän könnte man nicht den symbolischen Anspruch erheben, ihn als Einheit zu repräsentieren, was man niemals kann. Das ist die Figur, um die es bei Lefort geht. Die Repräsentation schafft also zugleich das, von dem her sie ihre Legitimation herleitet. Den Wähler als rationales Subjekt, was genau wusste, vom Bayerischen Wald bis nach Berlin, was es denn wollte. CDU und SPD, was weiß ich. Ne? Diese Konstitution muss aber zugleich das Repräsentierte in seiner Heterogenität, den sozialen Raum als einen von Auseinandersetzungen, immer auch verfehlen. Habe ich gerade zu erklären versucht. Die Souveränität des Volkes als das seine symbolische Repräsentation konstituierende ist nicht einfach mit seiner Repräsentation und deren konstitutiven Anspruch auf gesetzgebende Regelung des Sozialen identisch. Die Repräsentation bleibt für Lefort immer eine Quasi-Repräsentation. Die symbolische Repräsentation einer sozialen Einheit, die es real nicht gibt. Und deren symbolische Präsenz doch notwendig ist, um dem sozialen Raum eine Ordnung zu geben. Also wenn man nicht glauben würde, dass diese politische Ebene im Interesse aller, also im Interesse des Volkes agieren würde, gäbe ständig nur Widerstand. Insofern kommt alles darauf an, komme ich gleich zu, den Schein zu wahren, dass das Symbolische eine Referenz oder einen Bezugspunkt, eine Gestaltungsmacht für das Soziale habe. Das alles auf der Basis eines Allgemeinwohls, einer Einheit passieren würde. Glauben Sie mir noch? Schwierig, ne? Der Raum des Politischen umfasst nun sowohl das Ringen um die temporäre Besetzung des Ortes der Macht, Wahlen, wie auch die Strategien, um ihn gegenüber realen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft zu behaupten. In beiden Bereichen geht es darum, die Trennung des symbolischen Raums von den partikularen Interessen gesellschaftlicher Konfliktgruppierungen zu trennen und in dieser Trennung aufrechtzuerhalten. Streng genommen geht es darum, diese gesellschaftlichen Konflikte zu ordnen, ihnen erst einmal eine Form zu geben, also Streikrecht zum Beispiel, sie mit einem Sinn und damit einem Selbstverständnis zu versehen und sich als ordnungsgebende bzw. sinnstiftende Instanz, als über den selbstgeordneten Konfliktlinien stehend, zu inszenieren. Gesellschaftliche Konflikte existieren also nicht unabhängig von ihrer symbolischen Formgebungen quasi als ontologische Basis des Politischen. Das Politische gestaltet die Frontlinien mit. Es kommt ein Zitat, damit Sie sehen, dass nicht nur ich schwierig formuliere. Also ein Lefort-Zitat. Die Formgebung, mise en forme, ist eine Sinngebung, mise en sens, und zugleich eine Inszenierung, mise en scène. Sinngebung, da der gesellschaftliche Raum sich als Raum des Intelligiblen entfaltet. Insofern er sich gemäß einer spezifischen Form der Unterscheidung zwischen dem Realen und Imaginären, dem Wahren und Falschen, dem Gerechten und Ungerechten, dem Erlaubten und Verbotenen, dem Normalen und dem Pathologischen aufgliedert. Zitat Ende. Also die Ordnungsfunktion, die Ordnungsmacht des Politischen besteht darin, diese Unterscheidungen gesellschaftlich durchzusetzen. Was noch normal ist, was nicht mehr normal ist.
was realistisch ist und was Wunschfantasien sein sollen oder so etwas. Ne? Bei dem Mise en scène, also dem Inszenieren, kommt alles darauf an, dass die Unabhängigkeit der politischen Formgebung von dem, was sie zu formen beansprucht, symbolisch inszeniert wird. Dazu gehören nicht nur das öffentliche Auftreten politischer Repräsentanten, deren Rhetorik, oder der Rückgriff auf Rituale oder Symbole Nation, sondern vor allem der Rückgriff auf leere Signifikanten. Damit sind abstrakte Konzepte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Gemeinwohl, Volk, Nation, soziale Marktwirtschaft oder Ähnliches gemeint, die unterschiedliche Adressaten mit einer sakralisierten Bedeutung versehen und doch hinreichend ähnlichen bzw. anschlussfähigen Bedeutung füllen können. Es sind die leeren Signifikanten, die die antagonistischen Auseinandersetzungen um die Besetzung und die Aufrechterhaltung der politischen Macht strukturieren. Ihre relativ offene Bedeutung, also was heißt eigentlich Freiheit, in was für einem Bereich? Ja? Die Vokabel suggeriert, wir wüssten immer, über was wir reden. Ne? Wenn wir über die Freiheit der Frauen oder was weiß ich, das egal was. Ne? Wir können diese Vokabeln quasi in unterschiedlichen Bereichen anwenden, ohne sie spezifizieren zu müssen. Also sie wirken gleichsam universalisierend, genau deshalb, weil sie nicht spezifizierbar sind, sondern viele Ähnlichkeitsrelationen zwischen Freiheitsmomenten herzustellen erlauben. Ihre relativ offene Bedeutung, die durch die Abgrenzung von anderen Signifikanten eine scheinbar einheitliche Bedeutung erhält, erlaubt es, notwendig partikular bleibenden Perspektiven eine universelle Wertigkeit zu verleihen, sie zu hegemonialisieren. Leere Signifikanten trennen dabei den symbolischen Raum des Politischen von den realen Auseinandersetzungen und statten ihn zugleich mit einer quasi transzendentalen Legitimation aus. Und dies geschieht nicht zuletzt dadurch, dass der Streit um die Repräsentation dieser Signifikanten es erlaubt, gesellschaftliche Konfliktlagen, wie sie bisher geformt und mit Sinn versehen wurden, auf einer symbolischen Ebene auszutragen, indem verschiedene politische Akteure sich mit Blick auf unterschiedliche Signifikanten inszenieren und damit wählbar werden. Also wenn wir im Augenblick das Problem haben, dass viele Untersuchungen darauf hinweisen, dass der Unterschied von SPD und CDU im Grunde genommen nur noch unter einem besonders starken Mikroskop wahrnehmbar ist, bedeutet das letztlich, dass die leeren Signifikanten, um die sich beide Gruppierungen einmal sortiert haben, wie soziale Gerechtigkeit oder soziale Marktwirtschaft oder so etwas, ja, als Opposition, dass die so weit zusammengefallen sind, dass man die Auseinandersetzung dieser Parteien miteinander nicht mehr als jene auf einer symbolischen Ebene lokalisieren kann. Was die Leute jetzt wollen, ist, dass die SPD wieder, also Jusos beispielsweise zurzeit, die wollen, dass die SPD wieder eine Partei der sozialen Gerechtigkeit wird. Und diesen Signifikanten, der ja hinreichend leer ist, was heißt das denn, ja, wieder so in den Vordergrund rückt, damit das in dessen Scheinwerfer unterschiedliche gesellschaftliche Problemlagen bearbeitet werden können, mit Sinn versehen werden können, als wichtig ausgezeichnet werden können und so weiter. Dadurch erhoffen die sich, dass ein solcher sozialer Signifikant möglicherweise von dem Volk, also der heterogenen Masse, der Wähler als akzeptabel, anschlussfähig oder sonst wie wahrgenommen würde und dass sie aufgrund dieser Stilisierung, die antagonistisch gegen die Unternehmerpartei CDU und die Fremdenfeindlichkeitspartei CSU profiliert werden könnte, dass die SPD dann wieder auf 85% kommt, die sie nie hatte. Aber ist ja egal, bleibt unter uns. Ne? Ja, also das ist gemeint hier. Also etwas, was du nicht greifen kannst, soziale Gerechtigkeit, von dem du, wie ich,
im Hinblick auf die Pädagogik auch gesagt habe, gar nicht ausgehen kannst, dass das jemals realisiert wäre. Die ist nie realisiert. Da gibt es immer noch was zu tun, ja? Eine unendliche Aufgabe. So etwas dient dazu, im politischen Raum einen partikularen Vertretungsanspruch als für alle Gesellschaftsmitglieder wichtig in Szene zu setzen, zu propagieren und möglicherweise auf Akzeptanz zu stoßen. Leere Signifikanten als Bezugspunkte der symbolischen Inszenierung des Politischen stehen dabei zugleich für die Unaufhebbarkeit demokratischer Auseinandersetzungen, wie auch für die Grundlosigkeit ihrer Problematik. Grundlosig, ich habe das gerade gesagt, mit der Grundlosigkeit, das ist nichts, was jemals erreichbar wäre. Das ist nichts, was nicht auch anders gesehen werden könnte. Das ist nichts, was nicht durch andere leere Signifikanten in Frage gestellt werden könnte. Leere Signifikanten sind nicht als Ausdruck realer gesellschaftlicher Übereinstimmungen oder Problembestimmungen zu verstehen. Sie bringen die hervor, ja? Und sie stehen auch nicht für die Perspektive einer endgültigen Befriedung und Harmonisierung gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Dennoch geht es auch nicht einfach um nichts. Ihre jeweilige Hegemonie, was gerade mächtig ist und alle anderen Signifikanten in den Hintergrund drängt, wie das Selbstoptimierungsschema, was in unterschiedlichsten Bereichen heute gleichsam hegemonial geworden ist und letztlich auf so eine liberale, negative Freiheitsfigur zurückbezogen ist. Ihre jeweilige Hegemonie eröffnet und fokussiert einen Raum der Auseinandersetzung zwischen der symbolischen Ebene des Politischen und der Bewertung der Bedeutung ihrer Entscheidungen im Hinblick auf reale Verhältnisse. Die Hegemonialisierung des Signifikanten der sozialen Gerechtigkeit hat andere Implikationen und Konsequenzen für die Strukturierung politischer Auseinandersetzungen im Spannungsfeld von Symbolischem und Realem als die politische Sakralisierung einer liberal verstandenen negativen Freiheit des Individuums. Also soziale Gerechtigkeit und Neoliberalismus, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Der Aufrechterhaltung der Grenze zwischen dem symbolischen Ort der Macht und den realen Verhältnissen drohen nach Lefort zumindest zwei Gefahren. Die erste besteht darin, dass sich die Politik nicht nur auf die Konstitution gesellschaftlicher Verhältnisse beschränkt, sondern sich in dieser Ordnungsfunktion selbst als parteilich erweist, dass sie also nicht nur soziale Konfliktkonstellationen regelt, sondern sich selbst dabei als Teil des Realen zeigt. Sie erscheint dann als Garant der Reichen, des Kapitals, der männlichen Vorteile oder ähnlichem. In diesem Fall droht sie, ihre Legitimität zu verlieren, die gerade an ihrem symbolischen Ort hängt, der über welche Signifikanten noch immer als Repräsentation des Ganzen gilt. Die zweite Gefahr entsteht dann, wenn die symbolischen Repräsentanten selbst ihre Funktion für die einer realen Repräsentation halten, wenn sie also den symbolischen Schein für die Wirklichkeit halten. In diesem Fall stellen sich totalitäre Tendenzen ein, weil dann die Repräsentanten sich wieder als direkte Verkörperung der gesellschaftlichen Einheit begreifen. Paradebeispiel kann man jetzt in der Türkei sehen. Sie sind es dann, die das Recht autoritär setzen und jedes unabhängige Wissen unterdrücken, da sie ja selbst im Besitz dieses unbezweifelbaren Wissens sind. Subjektive oder Menschenrechte als Begrenzung ihrer symbolischen Macht entfallen dann ebenso wie die Pluralität der Perspektiven und die damit gegebene Grundlosigkeit einer demokratischen Macht. Das war jetzt so ein kleiner politischer Exkurs. Und jetzt sind Sie noch aufnahmefähig? Ja? Kommt mein dritter Teil, in dem ich auf jeden Fall zu viel verspreche, aber...
Was soll's? Ist ja ein Forschungskolloquium. Ich forsche ja gerade. Ja. So, da. So das Bennersche Aufforderung zur Selbst. Ja. Okay, also dann machen wir das so, ne? Also mein dritter, ich bin mir nicht sicher, ich komme da ab und zu so dran, ich bin mir nicht sicher, ob. Ein Ausblick, Vorsicht, auf die politische Figur des Pädagogischen. In der Betrachtung des Pädagogischen, also springe ich wieder in meinen ersten Teil zurück und versuche, Verbindungen zwischen 1 und 2 zu finden, die 1 in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen, jetzt durch den Durchgang, durch die Demokratietheorie Claude Lefort's. In der Betrachtung des Pädagogischen wurde deutlich, dass eine funktionale Bestimmung pädagogischer Behandlungsweisen des Nachwuchses unter modernen Bedingungen schon deshalb als problematisch erscheinen muss, weil schon diese Funktionalisierung nur noch unter dem Vorbehalt des Möglichen sinnvoll ist. Zu berücksichtigen wären ohnehin die Kontingenz des gegenwärtig Einsehbaren, die Veränderung des Wissens und seiner Kriterien und nicht zuletzt die Kontingenz des Sozialen. Also, dass das zu berücksichtigen wäre, war ja meine Kritik an dieser linearen Herrschaftsinstrumentalität, die Bourdieu und Passeron unterstellt haben. Die haben einfach gesagt, also wir haben Herrschaftsverhältnisse, die gelten unbefragt und die werden jetzt einfach weiter pädagogisch exekutiert. Und daraufhin hatte ich ja zu zeigen versucht, dass das so einfach nicht ist, weil unter modernen Bedingungen die Kontingenz, die da ausgeschlossen werden sollte, immer schon die Voraussetzung pädagogischen Nachdenkens ist. Die einfache Geltung des Gegebenen kann damit auch für pädagogische Beziehungen nicht mehr einfach als gemeinschaftliche Grundlage vorausgesetzt werden, sondern muss hergestellt werden. Und dabei ergibt sich, wie angedeutet, das Problem der pädagogischen Autorisierung. Dieses Problem lässt sich vielleicht in die doppelte Frage fassen, wie pädagogische Positionen zugleich als Moment der Erziehung, als eines sozialen Geschehens und als dieses Geschehen gleichsam von außen regelnde Instanz verstanden werden können. Sie sehen die Brücke, ja? Du bist entweder drin und dann ist das mit der Autorität in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in der pädagogischen Beziehung und so weiter. Und dann ist das mit der Autorisierung ein Problem. Es gibt aber keinen Gott und sonst irgendetwas, keine Natur oder so etwas mehr, auf die du dich zurückziehen könntest. Also ist die Frage, wie in der politischen Theorie Lefort's, wie kommt es dazu, diese Doppelfunktion wahrnehmen zu können? Also im realen Prozess eingreifend, verändern, strukturierend wirken zu können und gleichzeitig das von einer Position aus autoritativ zu machen, die ihre Autorität letztlich daher bekommt, dass sie nicht in diesem Prozess verwickelt ist. Diese Fragestellung erinnert an diejenigen mit Blick auf die radikale Demokratietheorie, als jene nach dem Ort der Macht verhandelt wurde. Als Frage nach einem Außen, von dem her die Immanenz des sozialen Geschehens in Form gebracht, mit Sinn versehen und inszeniert werden kann. Deutlich wurde dabei, dass dieser Ort in der Demokratietheorie nur symbolisch und nicht real besetzt werden kann und darf. Und dass diese Besetzung symbolisch durch den Bezug auf leere Signifikanten erfolgt, die die Notwendigkeit und Unmöglichkeit einer verbindlichen Begründung anzeigen. Gefragt werden soll nun, inwieweit sich die Theoriefiguren der Demokratietheorie eignen, sich dem Problem einer Legitimation und Autorisierung des Pädagogischen auf eine veränderte Weise zu nähern. Eine erste Annäherung liegt dabei nahe. Man kann die Eröffnung des pädagogischen Raums über sakralisierte Bezugspunkte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Individualität und so weiter durchaus in eine Beziehung zu den im politischen Diskurs
erwähnten Lernsignifikanten bringen. Ich habe das auch mal versucht. In beiden Fällen wird durch den Bezug auf metaphysische Referenzpunkte ein Möglichkeits- und damit ein problematischer Begründungsraum geschaffen, in dem das vermeintlich sozial Eindeutige zur Disposition gestellt wird. Es wird ein Raum produziert, in dem Auseinandersetzungen über Geltungs- und Sinnfragen stattfinden können, für die keine allgemeingültigen Kriterien mehr in Anspruch genommen werden können. In der pädagogischen Tradition zielt diese theoretische Operation zunächst und unter Bezug auf die Figur des Kindes auf die Öffnung eines eigenen Verantwortungsraums, von dem her soziale Forderungen kritisiert und bewertet werden können. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik hat an der Stelle von den Pädagogen, Pädagoginnen als Anwälten des Kindes gesprochen. Die Konstitution eines pädagogischen Raums erfolgt aber letztlich über eine antagonistische Abgrenzung von sozialen Normalisierungsforderungen. Dies produzierte nicht zuletzt die Vorstellung eines über Lehrersignifikanten nicht zu begründenden einheitlichen universellen pädagogischen Raums. Das ist der Antagonismus gegenüber den Normalisierungen der funktionalen Integration in gesellschaftliche Ordnungszusammenhänge produzierte so etwas wie ein Selbstverständnis des pädagogischen Raums als eines in sich Geschlossenen. Dieser Raum eröffnete die Perspektive auf eine nahezu grenzenlose, und das heißt immer auch grenzenlos kritisierbare Verantwortung der pädagogischen Funktionsträger. Man könnte vielleicht sagen, dass die Eröffnung des pädagogischen Möglichkeitsraums sich auf diese Weise zumindest tendenziell mit einer klassischen Autoritätsfigur verbindet, für die der Pädagoge zur Verkörperung und Durchsetzungsinstanz des Wahren und Richtigen wird. Er wird dann zu einem Ort, an dem sich die Macht mit einem wahren Wissen und einer darüber immer schon autorisierten Regelungskompetenz verbinden. Beide Figuren, diejenige eines kindlichen Souveräns als transzendentem Bezugspunkt und diejenige einer pädagogischen Verkörperung der Einheit von Macht, Wissen und Rechtssetzung, passen, folgt man der Diskussion um die Demokratietheorie, nicht zusammen, auch wenn sie äußerst wirkmächtig geworden sind. Die Frage einer symbolischen und nicht realen Repräsentation des kindlichen Souveräns und nach dem leeren Ort der Macht, der mit einer solchen Repräsentation verbunden ist, stellen sich hier noch gar nicht. Allerdings wird man an dieser Stelle auch festhalten können, dass die Durchsetzung der Logik des Verhältnisses von Volkssouveränität und Repräsentation selbst wiederum historisch ein langwieriger Prozess war. Es ist nicht mit der Französischen Revolution einfach so vom Himmel gefallen. Indem ebenfalls die postulierte Öffnung von Partizipationsmöglichkeiten und Souveränitätsansprüchen sich an einem autoritären Verständnis von Politik abarbeiteten. Doch wenn man die Logik des Politischen, wie sie hier entfaltet wurde, als Instrumentarium der Analyse von gegenwärtigen Demokratien versteht, dann ließe sich auch für den pädagogischen Raum fragen, ob angesichts neuerer Entwicklungen, die die subjektiven Rechte der Kinder betonen, eine Figurierung der pädagogischen als symbolische Machtposition hier weiterhelfen kann, ob man mit ihr aus dem Gegensatz von offenem Möglichkeitsraum und allein verantwortlicher Machtinstanz herauskommen kann. Bieten also die Differenzen von Realem und Symbolischem, von Souveränität und Repräsentation eine Perspektive, Fragen der pädagogischen Autorisierung anders und demokratisch zu denken? Lässt sich also der Ort der pädagogischen Macht als symbolische Repräsentation einer vorgängigen Souveränität des Kindes denken, die von dieser Macht dann in Form gebracht und mit Sinn versehen wird?
muss die pädagogische Macht immer auch als Inszenierung einer symbolischen Außenposition verstanden werden, die auf der Grenze zwischen realer Verstrickung und damit Autoritätsverlust und totalitärer Selbstverkennung operiert. Die moderne Entdeckung des Kindes, ich mache langsam, weil ich denke, vielleicht die moderne Entdeckung des Kindes, seiner Andersheit und Fremdheit, die in ihrem Eigenwert von den Erwachsenen anzuerkennen ist, wird durch die Signifikanten der Selbstbestimmung, der Autonomie, Freiheit oder Gleichheit so ausbuchstabiert, dass nicht nur ein pädagogischer Möglichkeitsraum entsteht. Zugleich befestigen solche Signifikanten die unbestimmte und gleichwohl zu berücksichtigende Vorgängigkeit, auf die jede pädagogische Form und Sinngebung verpflichtet ist. Die aus der sozialisierten Erwachsenenperspektive nicht verfügbare Perspektive des Kindes ist das, was den eigenständigen pädagogischen Raum eröffnet, was aber zugleich einen Verpflichtungs- und Autorisierungsanspruch anzeigt. Eine legitime Situierung des Pädagogischen muss sich von hierher legitimieren, ohne es zu können. Das Bild des Kindes wirkt gerade aufgrund seiner Unbestimmtheit als souverän. Es steht für eine Heterogenität von Bestimmungsmöglichkeiten, die in ihren Universalitätsansprüchen notwendig partikular bleiben. Ihm eine Bestimmtheit zu geben, ihm eine Form oder einen Sinn, eine Perspektive zu geben, erscheint ebenso notwendig wie letztlich unmöglich. Notwendig ist diese Form und Sinngebung aber, da ohne sie das Kind als souverän nicht einmal repräsentiert werden könnte. Unmöglich ist sie, weil eben diese Formgebung nicht nur eine Bestimmung, eine Ordnung hervorbringt, die vorher nicht da war, sondern weil sie dem Repräsentierten nie gerecht werden kann. Und dies gilt für das Wissen, die objektivierende Erfassung des Repräsentierten, wie auch für die Versuche seiner praktischen Formung. In beiden Bereichen bilden die letztliche Unbestimmbarkeit und die Widerständigkeit des Souveräns legitime Einspruchsgründe und den Einsatzpunkt antagonistischer Formgebungen. Der pädagogische Ort der Macht ist von hierher nur als symbolischer zu bestimmen. Seine Autorisierung hängt an einer Quasi-Repräsentation dessen, was ihm als Souveränität seine Macht zuweist. Pädagogische Machtpositionen werden durch etwas autorisiert, das sie in ihren Formgebungen und Sinnbestimmungen als Bestimmtes und Geordnetes hervorbringen und doch zugleich in ihrer Komplexität und Kontingenz seiner Realität verfehlen. Ihre symbolische Macht als Repräsentanten gewinnen sie durch eine über leere Signifikanten sakralisierte Gegenhalte gestützte Außenposition, von der her das Ganze des Souveräns thematisiert und geordnet werden soll. Zugleich ist diese Außenposition, die in der Realität pädagogischer, ist es diese Außenposition, die in der Realität pädagogischer Aushandlungen nie durchgehalten werden kann. Der pädagogische Ort der Macht mag daher noch prekärer erscheinen als jener politische, der seinen symbolischen Ort jenseits des Sozialen zu behaupten versucht. Im pädagogischen Bereich scheinen demgegenüber Machtpositionen der Differenz von Immanenz und Transzendenz, von realer Verstrickung und symbolischem Außen eher direkt ausgesetzt zu sein. Allerdings ändert dies, zumindest systematisch betrachtet, wenig an der Logik des Politischen. Der Ort der pädagogischen Macht wird vielleicht prekärer als jener der politischen Macht. Seine Stiftungen von Ordnungen, seine subjektivierenden Formgebungen, seine Aufteilungen des Sinnhaften lassen sich vielleicht eher und direkter hinterfragen. Aber dies meint vor allem,
dass es im pädagogischen Bereich schwieriger ist, jene Differenz von symbolischem und realem aufrechtzuerhalten, an der die Autorisierung der pädagogischen Macht hängt. Und doch wird man an dieser Stelle darauf verweisen müssen, dass für Lefort die symbolische Macht der Formgebung und Sinnbestimmung immer gleichzeitig auf eine Inszenierung angewiesen ist. Auch die Besetzung des symbolischen Ortes der Macht verweist auf Rhetoriken, auf Rituale, auf mythische Narrationen, die immer ein Zweifaches dokumentieren und erfahrbar machen müssen. Die gemeinsame Grundlage, die die Repräsentation des Souveräns durch die pädagogische Macht als Ware inszeniert, und die ursprüngliche Teilung, die für die Trennung des amorphen und unbestimmten Souveräns von seiner Repräsentation steht. Wie für die politische Macht drohen auch hier die beiden Gefahren, dass pädagogische Repräsentanten sich eher als Mitspieler im Feld verstehen und daher ihre symbolische Macht aufs Spiel setzen, oder dass sie ihre symbolische Machtposition mit einer realen verwechseln. Beide Gefahren sind in der pädagogischen Tradition durchaus gesehen worden, aber sie werden nun in einem herrschaftslogischen Szenario demokratietheoretisch ausbuchstabierbar. Die Möglichkeiten einer solchen demokratietheoretischen Reformulierung des pädagogischen Raums wären allerdings, theoretisch wie empirisch, in ihrer analytischen Fruchtbarkeit erst auszuloten. Neben Fragen der ursprünglichen Teilung der symbolischen Repräsentation als problematisch bleibendem Ort der pädagogischen Macht, müsste dabei der pädagogische Raum als nicht stillzustellendes Konfliktfeld in den Blick genommen werden. In ihm geht es um die Differenzen von Inszenierung und Erfahrung, von leeren Signifikanten und Realität, von Sein und Schein, um Differenzen, die als solche das politische Feld des Pädagogischen als Umstrittenes neu öffnen, und die Frage nach der legitimen Besetzung des leeren Ortes der Macht aufwerfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.